everybody. I'm Stu Carter from Atomic TV. I'm here at the Hasbro Special Press Showroom for the Nuremberg Toy Fair. In just a few minutes, maybe seconds, we're going to get a special preview of the My Little Pony toys for this 2015. I don't know if you can see, but behind me, they've got something that's called the original 1983 My Little Pony collection. I don't know if that's really an original box, maybe. Maybe they're going to re-release the original My Little Pony pieces. They've got a couple up here. Looks like they are going to be making those for this year. So we're going to get excited about that. There's also a big castle here that Lady's going to talk about. Plus toys, licensed products. You can get a My Little Pony ball, handbags, school supplies. It's nuts. So stand by for a My Little Pony preview. Grobschlächtig finde ich jetzt einen falschen Begriff dafür, aber sie waren schon ein bisschen dicker als die Ponys heute. Da sieht man, die Ponys passen sich auch dem Schönheitsideal an. Schlank, bunt, schick. Und die Oma-Ponys von 83, ich meine, was kann dieses Pony erzählen? Hör mal, was waren 83 so bei der Ponywelt los? Ja, da gab es ja noch nicht so viele wie heute. Heute gibt es diese ganzen, die gibt es ja in dieser Serie, das finde ich ganz cool. Das heißt nämlich, dass die Pferde, den Pferden, es sind ja keine, es sind Ponys. Du musst nicht antworten. Also, man kann bei, die Ponys haben ja alle einen Schönheitsfleck. Das ist ein bisschen wie bei, kennt ihr noch, die letzte Dschungelqueen, ist ja jetzt gerade wieder ganz aktuell, Melanie Meyer. Die hatte ja auch so ein Sandmännchen auf dem Hinten, sag ich jetzt mal, ne? Und die Ponys haben auch einen kleinen Schönheitsfleck. Und wenn man auf den drückt, dann machen die Sachen, dieses Pony spricht mit mir und es singt und es leuchtet auch mit einem Bein. Ich meine, was will man als Mädchen mehr, dass irgendwie ein Menschen sind, rauskommt. Und was ich an diesem Schloss entdeckt habe, ich bin durchgedreht vor Freude, dass man denkt ja jetzt hier, guck mal, das ist so eine Balkondeko. Jetzt haltet euch fest, ich finde es ganz toll, dass ich solche Sachen nur Männern erzähle und ihr starrt mich an und denkt, was ist da los? Guck mal hier, pass auf. Das ist nämlich das Diadem. Das kann man sich hier oben noch, oder vielleicht auch nicht, kann man das da? Man kann es ja hinter machen. Das heißt, ich wäre jetzt habe ich auch gleich so ein Pony im Gesicht denken. Okay, das machen wir gleich. Wir singen über diesen Mann an. Der Rest ist Presse, oder? Kann ich mal den Mann, wo ist denn der Mann, der ohne Haar da war? Da hinten mit der Fernsehkamera. Ponys haben Kleider. Das ist ja, also wenn Sie nachher noch Fragen haben für irgendwelche Interviews, ja, wir sprechen gleich nochmal. Fragen Sie Penelope, die weiß, also diese ganzen Presse, jetzt hätte ich fast Fuzzis gesagt, das habe ich aber ja nicht, die mit den Fingerfertigen, man kann diesen kleinen Ponys, die haben ja alle so Gimmicks, die haben alle so Sachen dran, was ich persönlich cool finde, weil ich, wenn ich meine Söhne grobschlächtig zu Hause, die lernen so Fingerfertigkeit, man kann diesen Ponys alles anstecken, man kann denen die Frisuren machen. Der Harald ist heute hier auf der Spielzeugmesse. Natürlich blieb er bei My Little Pony stehen, er dachte an Jasmin. Und er traf Penelope und Iliana und merkte, die haben Schmuckohrringe und Ketten.